Beeilen, eilen, eilen, wird die Hüfte heilen. Wir müssen uns beeilen. Halt, stopp! Ja. Hey, lass uns die Sachen abstellen und dann gehen wir tanzen. Ich zeig dir mal meinen Moonwalk. Das ist sehr beeindruckend. Aber es ist dein erster Abend zu Hause. Ich habe uns ein paar Filme besorgt, eine vegetarische Lasagne gebacken. Und ich war im Kräuterladen und habe dir Heilungsessenz gekauft. Du hast mir Heilungsessenz gekauft? Erst konnte ich die Frau nicht verstehen, also vielleicht heilt die Essenz das Gehör. Ich bin so stolz auf meinen Schatz. Er war in dem schrecklichen Hippie-Laden, weil er mich liebt. Die Frau, die immer so dicht neben einem steht, hat mich bedient. Überraschung! Eine Party hast du auch für mich organisiert. Nein, nein, das habe ich nicht. Dama, dein Stamm begrüßt dich zu Hause. Genauso wie Edward und ich. Oh, du siehst wirklich. Du siehst. Oh nein. So ist es gut, Marcy. Muntere sie auf. Also fangen wir an. Stellt die Musik laut, damit die Polizei vorbeikommt. Und dann kann die Party starten. Sehr gut. Die Party kann losgehen. Also hört mal, das ist eine sehr nette Idee. Aber Dama braucht einen erholsamen Abend mit viel Ruhe. Unmöglich, wir haben eine riesige Wassermelone mit Wodka gefüllt. Der Abend wird sehr erholsam. Die Wassermelone wird sich halten. Oh ja, mindestens bis Weihnachten. Hört mal, Dama hatte gerade eine Operation. Was sie braucht, ist Ruhe. Ja, sie sieht wirklich sehr müde aus. Das habe ich doch gleich gesagt. So eine Party ist zu viel für sie. Sie sieht ganz schön blass aus. Das liegt an den unvorteilhaften Farben, die sie trägt. Wisst ihr, was ich glaube? Ihr ist wahrscheinlich heiß. Also ehrlich gesagt, fühlt sie sich sehr wohl. Sie hat wahrscheinlich Durst. Wo ist denn die Wodka-Melone? Vielleicht will sie etwas Saft, ja, etwas Orange. Ja. Hört mal, was sie braucht, ist Ruhe. Aber nicht diese Lasagne ja, hier. Klare Brühe wäre am besten. Vielleicht ist ihr schlecht. Hey, ich hätte eine Idee. Wieso fragen wir sie nicht, was sie will? Ich glaube, sie ist etwas sauer, Katrin. Ja. Sie braucht Ruhe. Also gut, bringen wir sie ins Bett. Ja. Gut, ja, okay. Gut. Ich helfe dir. Warte, ich danke dir vielmals, Kitty, Larry. Bist du dicker geworden? Was? Siehst du, das hast du gehört. Also, Marcy ist total aufgeregt. Sie haben Lalit Chaudhuri, der unterrichtet jetzt meine Yoga-Klasse. Oh, das ist ja toll. Sieh dir das hier an. Die Krankenversicherung hat zu viel bezahlt, und zwar 6.000 Dollar. Lalit, die Brezel Chaudhuri. Er kommt aus Indien. Der kämmt sein Haar mit den Füßen. Siehst du, sie haben dem Arzt einen Scheck geschickt und sie haben uns einen geschickt. Wie kann sowas passieren? Ich habe eine Frage an dich, Greg. Was für einen Sinn hat das eigentlich alles? Okay, fangen wir mit deiner Frage an. Naja, ich dachte irgendwie, ich hätte einen Sinn in dieser Welt, aber anscheinend habe ich nur den Platz warm gehalten, bis Lalit Chaudhuri aufgekreuzt ist, der Brezelmann. Hör zu, ich weiß, dass das für dich alles sehr frustrierend ist, aber es ist nur vorübergehend. Du wirst bald wieder laufen können, in ein paar Wochen. Wieso zünde ich nicht deine Oregano-Heilungskerze an? Weil die stinkt, Greg. Die Frau im Kräuterladen wollte die wahrscheinlich loswerden. San Francisco Krankenhausbedarf. Oh, gut. Ich habe hier Ihre Badewanngriffe und den Duschhocker. Ach, können Sie sich mal Ihren Rollstuhl ansehen? Irgendwie lässt sich die Bremse nicht feststellen. Ja. Hallo. Ja? Oh ja, ich danke Ihnen für Ihren Rückruf. Ich habe mir gerade die Rechnung angesehen und ich glaube, dass Sie da einen Fehler gemacht haben. Okay, noch ein Problem? Ich erfülle irgendwie keinen Sinn mehr auf dieser Welt. Oh, aha. Die Armlehne ist locker. Oh. Haben Sie Sekundenkleber? Für die Armlehne, oder? Ja. Weil bei Ihnen was locker ist. Wie bitte? Ich meine nicht untenrum, sondern oben. Da. Oh. Ja. Na toll, das hängt da wahrscheinlich schon den ganzen Tag. Die haben gesagt, dass man damit schwimmen kann. Aha, wahrscheinlich meinten Sie neben dem Ding. Wissen Sie was? Howard? Sie sind ein echt gut aussehender Mann ohne das Toupet. Nein. Doch, das sind Sie. Und wissen Sie was? Männer, die unter Haarausfall leiden, haben zu viel Testosteron. Es ist Ihre Potenz, die schuld ist. Ja.
Ich verrate Ihnen was. Die meisten Frauen stehen auf kahle Männer. Also, ich weiß nicht. Wirklich? Ein paar von Ihnen? Ich meine, die meisten von Ihnen mögen kahle Männer lieber als Männer, die Ihnen irgendwas vortäuschen wollen. Mal ehrlich, finden Sie Frauen toll mit diesen Mega-Plastikbrüsten? Klar. Wissen Sie, was ich damit sagen will, ist, Sie sind eine echte kahle Sexmaschine. Ja, kommen Sie, sagen Sie es. Ich bin eine kahle Sexmaschine. Gut. Was ist denn hier los? Ich bin eine kahle Sexmaschine. Gut. Danke. Danke vielmals. Für das hier. Das habe ich gern gemacht, Howard. Hast du gesehen, was gerade passiert ist, Greg? Offensichtlich nicht alles. Schatz, ich habe dem Mann gerade geholfen. Ich meine, wenn da nicht der Unfall gewesen wäre, dann wäre ich ihm niemals begegnet und er wäre sein Leben lang mit dem toten Wiesel auf dem Kopf rumgelaufen. Ich habe in den letzten Jahren immer dasselbe gemacht und bin denselben Leuten begegnet. Aber das Universum scheint jetzt die Karten anders zu mischen, auf seine Weise. Vorher, da war ich wahrscheinlich eine Herz 4, die zwischen der Kreuz 6 und der Pik 8 war. Aber jetzt bin ich direkt neben dem Herzbuben und das ist genau der Grund, wieso ich Howard helfen konnte. Siehst du, das ist doch die Dame, die ich kenne. Du versuchst, was Positives zu machen aus der Situation und ich habe wie üblich Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Toll. Ich weiß. Ich werde Jane anrufen, damit sie herkommt und dir Gesellschaft leistet, während ich zur Versicherung fahre. Ich brauche keinen Babysitter. Okay. Wieso helfe ich dir nicht ins Bett und... Nein, Schatz, weißt du nicht? Unser Abkommen. Wir wollten doch, dass ich gesund werde auf meine Weise. Tut mir leid. Okay. Schön. Also, ich habe meinen Beeper an, falls du irgendetwas brauchst. Okay. Und du kannst mir auch eine SMS schicken, wenn du willst. Die Anleitung ist auf dem Computer. Hervorragend. Aber nicht mehr als 80 Buchstaben. Nun geh. Ich gehe jetzt. Mr. Montgomery, tut mir leid, dass Sie deswegen extra hergefahren sind. Wir hätten versuchen sollen, das irgendwie am Telefon zu regeln. Wissen Sie, mit wem Sie am Telefon geredet haben? Ach, das ist doch nicht wichtig. Oh, doch. Für uns schon. War es Mitzi oder Steve? War es Linda? Es war Mitzi, nicht wahr? Also, ich weiß, solche Fehler passieren. Ich will, dass Ihre Versicherung nur das zahlt, was sie zahlen soll. Ich weiß, was Sie meinen, Mr. Montgomery. Alle wissen, Versicherungsgesellschaften haben keinen besonders guten Ruf, aber wir versuchen, das zu ändern. Bei unserer Versicherungsgesellschaft hat niemand Angst zu sagen, es tut mir leid. Aha. Wie wär's mit einem Kaffee, Cappuccino oder Espresso? Nein, die haben mich schon gefragt. Das tut mir leid. Um wie viel Geld geht es denn, bitte? Um 6.000 Dollar. Dann werde ich Ihnen gleich einen Scheck ausstellen. Nein, einen Scheck habe ich ja schon. Oh, ich verstehe, gut, das dauert nur eine Sekunde. Ja, Mrs. Lefkis, ich habe einen Mr. Montgomery hier und der hat einen Scheck über... Entschuldigen Sie, 6.052 Dollar. Bitte bringen Sie das doch in bar her und ein paar Makronen. Nein, ich will nicht... Oh nein, vergessen Sie die Makronen. Okay. Mr. Cadwell, ich wünschte, Sie würden mir zuhören. Tut mir wirklich leid. Wissen Sie, wir sind nämlich die Versicherung, die zuhört. Ich werde es Ihnen erklären. Und zwar so gut wie möglich. Vom Anästhesisten haben wir eine Rechnung gekriegt. Und zwar über 6.000 Dollar. Sie haben ihm einen Scheck geschickt und uns auch einen Scheck geschickt. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin Mr. Walden, der Abteilungsleiter. Gibt es irgendein Problem? Nein, Sir, alles in Ordnung. Das hier ist Mr. Montgomery und ich höre ihm zu und es tut mir leid. Ich will ja hier keinen Ärger machen, Mr. Walden, aber ganz ehrlich gesagt, Mr. Cadwell hört mir nicht zu. Wow. Ich höre Ihnen zu. Mr. Cadwell, wieso holen Sie nicht Mr. Montgomery ein Cappuccino und ein paar Makronen? Und während Sie das tun, denken Sie mal in Ruhe darüber nach, ob Sie wirklich jemand sind, der zuhören kann. Tut mir leid. Also gut, Mr. Montgomery, was haben wir denn für ein Problem? Und lassen Sie mich zuerst einmal sagen, es tut mir leid. Wow, Wahnsinn, was für Geräte die hier haben. Bestimmt geht's hier heiß her nach der Arbeit. Oh, das hier ist ein Krankenhaus, Larry. Oh, bestimmt geht's hier heiß her nach der Arbeit. Hallo, Pete. Oh, entschuldige die Verspätung. Pete wollte unbedingt, dass wir etwas rumfummeln während meiner Mittagspause. Das macht Spaß im Krankenhaus. So ein weißer Kittel macht ganz schön an. Wir sehen uns heute Abend. Okay. Na, wie geht's denn? 15 Pfund, hä? Also, ich bin froh, dass das mit euch zweien so gut läuft.
Ihr habt euch nur kennengelernt, weil ich einen Unfall hatte und eine Krankengymnastin brauchte. Wieder war es das Universum. Ich weiß gar nicht, wieso die Leute an so etwas zweifeln, wenn die Beweise dafür doch so klar sind. Weißt du, ich hab Spaß mit Pete, aber ich kenne solche Typen. Frisch geschieden, furchtbar eingerichtet, geht ans Telefon und sagt, Jallo! So einer sucht nichts Ernstes. Oh, vertrau mir. Das wird noch was Ernstes. Vertraut sie ihr. Hey, Martha! Ach, ich bin etwas spät dran. Würden Sie vielleicht warten? Wieso nicht? Ich warte eh schon Jahre auf einen richtigen Job und die wahre Liebe. Jetzt gibt's wenigstens einen Hattrick. Wow, die ist ja nicht gut drauf. Ihr geht's auch übel. Also gut. Sie bricht sich den Oberschenkel und kommt her zur Therapie, okay? Und dann stellt sich raus, dass ihre Mom, mit der sie 10 Jahre nicht geredet hat, hier im Sterben liegt. Oh. Und ihre Mutter will nichts von ihr wissen. Oh. Das ist ja furchtbar. Wenn du sie kennenlernst, dann wirst du die Mutter verstehen. Wer weiß? Vielleicht ist der gebrochene Oberschenkel das Tollste, was ihr je passiert ist. Oh. Netter Versuch, Lady. Beim nächsten Mal müssen Sie sich mehr anstrengen. Also stehe ich vor dem Altar mit Earl und ich warte natürlich auf meine Mutter, die allerdings nie kommt. Also, um ganz fair zu sein, Martha. Es war deine 3. Hochzeit in 5 Jahren. Sie war bei den ersten 2. Die Trauung war auf einem Boot und zwar mit Absicht. Sie weiß, dass ich seekrank werde. Ist das wahr? Weißt du, dass deine Mutter seekrank wird? Ja. Abby, das ist sicher Greg. Kannst du einen Moment mit ihm reden? Ja. Hallo, Greg. Warte. Okay, das ist gut. Ihr seid jetzt ehrlich. Also, machen wir weiter. Gut. Okay? Schreckliche Frisur. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr sollt nicht zu viel Ehrlichkeit auf einmal loslassen. Ach, tut mir leid, Greg, entschuldige. Hey, wo ist dein Dame? Sie ist hier, wir sind noch im Krankenhaus. Wieso, ist alles in Ordnung? Kann ich mit dir reden? Nein, sie ist gerade beschäftigt. Sie versöhnt gerade eine sterbende Mutter mit ihrer Tochter. Was? Also gut, denken wir mal zurück. Wann wart ihr zum letzten Mal richtig glücklich miteinander? Oh, das ist gut. Sie sucht nach positiven Erlebnissen. Abby, sie ist schon den ganzen Tag unterwegs. Sie muss nach Hause kommen und sich ausruhen. Auch nur eine Minute, Greg. Hier, Larry, red du. Nein, nein, nicht Larry. Nein, nein. Kommt schon, es gibt sicher irgendwas. Wir waren früher oft Bananensplits essen, bei Joe. Ach ja, und in dem Laden daneben haben wir immer die orthopädischen Schuhe für dich gekauft. Ja. Okay, sehr gut. Wir gehen jetzt und essen Eiscreme und kaufen Schuhe. Ja. Kommt mit. Sehr gut gemacht, Dame. Das ist eine hervorragende Idee. Kann mal jemand ans Telefon gehen? Hallo? Ja, ist denn da niemand? Hallo? Dama! Das Ganze ist so frustrierend. Ich habe ihr gesagt, gut, du kannst auf deine Weise heilen. Aber letzte Nacht war sie unterwegs bis 3 Uhr morgens. Und wieso? Weil sie Eis essen war. Und dann mussten sie mit der Kellnerin in eine Höhle in San Jose, damit sie ihre Angst vor Fledermäusen überwindet. Das tut mir sehr leid. Das kann man sich wohl nicht wieder abgewöhnen, oder? Allerdings. 12 Jahre einfach so versaut. Wow. Sie waren da 12 Jahre? Nein, ich war 12 Jahre trocken. Ah. Okay. Wo waren wir gerade? Wir waren bei meiner Kündigung stehen geblieben. Und, was ist? Werden Sie mich vertreten? Oh ja, natürlich. Ich fühle mich schrecklich, weil Ihnen das passiert ist. Zuerst werde ich denen einen Brief schreiben. Meist reicht so etwas schon. Ich werde Sie in ein Geheimnis einweihen. Wie Sie wissen, sagen die immer, ich höre zu. Das ist nicht wahr. Das dachte ich mir schon. Was dagegen, wenn ich meine Frau anrufe? Tja, ich habe keine Frau. Dama, bist du da? Heb ab. Ich hoffe, das heißt, du bist im Bett. Okay, ich rufe dich nachher an. Mach's gut. Also, wenn Sie der Versicherung einen Brief schreiben... Wissen Sie was? Sie ist nicht im Bett. Sie ist wahrscheinlich unterwegs und zeigt Gangmitgliedern, wie man häkelt. Ich muss los. Ich werde sie morgen anrufen. Nein, nein, ich bezahle das. Hallo, Greg. Hey, Greg. Na, was ist denn hier los? Ach, immer dasselbe. Dama. Oh, hallo, Schatz. Ich habe angerufen.
Oh, hier war es so laut, ich hab's wohl nicht gehört. Wieso sind denn hier so viele Leute? Okay, ich habe Martha versprochen, dass ich ihrer Mom eine Pizza ins Krankenhaus bringe. Martha? Ja, Florence' Tochter, ich habe die beiden versöhnt. Ah, natürlich. Ja, und da ist es mir eingefallen. Rollstuhlfahrer bringen kranken Leuten etwas zu essen. Essen auf Rädern. Auf Rädern. Auf die Weise können Rollstuhlfahrer auch etwas helfen. Und kranke Leute müssen sich das Essen nicht vom Gesunden liefern lassen. Oh, ich bin gesund und sie nicht. Jupp. Dame, du hattest gerade erst einen schweren Unfall. Du kannst doch kein Essen liefern. Du sitzt im Rollstuhl. Ich muss mit, nur so kriegen wir einen guten Parkplatz. Nein, nein. Schatz, wenn du nicht kürzer trittst, geht's dir nie besser. Auf die Weise hier geht's mir bald besser. Wir haben darüber geredet und beschlossen, ich mach das auf meine Weise. Ja, aber da dachte ich, deine Weise wären Kerzenessenzen und der ganze Schwachsinn. Tja, weißt du was? Es ist der ganze Schwachsinn. Okay, wie du willst. Ich gebe auf. Ich muss noch mal ins Büro. Hier ist mein Handy und mein Walkie-Talkie und mein Beeper. Dankeschön. Andere Leute rufen mich an. Ist alles in Ordnung? Ja, er glaubt nur leider nicht an das, was hier vorgeht. Hey, ich glaube aber daran, durch dich habe ich einen Mann kennengelernt, den ich heiraten könnte. Ich bin nicht überrascht. Ja, mir hat's auch geholfen. Wenn wir nicht alle hergekommen wären, um da mal mit dem Essen hier zu helfen, hätte ich nie die Chance gehabt für etwas Sex mit dem Ex. Wirklich? Das finde ich gut. Nancy? Kannst du mir noch ein paar von den braunen Tüten aus der Küche holen? Ja. Du schläfst also mit Pete? Ja, der hat die ganze Zeit von dem tollen Sex mit seiner neuen Freundin geschwärmt. Du weißt doch, sowas macht einen an. Oh. Willst du einen Kaffee? Nancy? Mhm. Nancy Pansy? Denkst du nicht manchmal auch, dass das mit dir und Pete vielleicht doch etwas zu schnell geht? Ich meine, warum habt ihr nicht einfach nur etwas Spaß? Dama, du hast doch gesagt, spring mit beiden Füßen rein. Naja, ich dachte eigentlich mehr an einen Sprung ins Wasser. Naja, erst springt man rein und dann geht man wieder raus. Und dann reicht es. Also, ich hoffe, du bist glücklich, Dama. Das war meine Mutter. Alles wird schrecklich. Eine Sekunde. Was denn? Ich dachte, alles läuft so gut. Es lief gut, als sie fast tot war. Aber es sieht so aus, als ob sie es überleben wird. Und jetzt will sie bei mir einziehen. Bei ihrer Lieblingstochter. Und das habe ich dir zu verdanken. Morgen kommt ein Mann in meine Wohnung, um die Tapete zu entfernen, die sie so sehr hasst. Ich soll da sein, wenn er vorbeikommt. Denn offensichtlich ist er Single und schläft mit jeder. Dieser Ekeltyp. Du meinst den Ekeltyp? Hey, Nancy. Glücklicherweise muss ich nie wieder hören. Willst du hören, was ein lustiger Zufall ist? Nein, nein, danke. Okay. Was ist denn mit Nancy? Ist es möglich, dass du mit einer anderen geschlafen hast? Ja, du hast, glaube ich, recht. Oh, Pete, wieso? Ich habe Angst gekriegt. Auf einmal hat sie Sachen gesagt, die du sonst nur sagst. Wir sind geschaffen füreinander. Lass uns mit beiden Füßen reinspringen. Das scheint jetzt alles hinfällig zu sein. Hey, ich bin jetzt nur für dich da, Kleine. Ach, wie langweilig. Ruf mich an, wenn du wieder eine Freundin hast. Ich glaube, deine Muffins brennen an. Hey, Jane, ich mach doch gar nicht solche Laute, oder? Oh. Dama? Greg!
Ja, ich bin wieder da. Das ist doch lächerlich. Und ich werde das nicht mehr akzeptieren. Du sitzt im Rollstuhl und du brauchst Ruhe. Und du musst mich für dich sorgen lassen. Okay. Was ist passiert? Ich hatte einen wirklich furchtbaren Autounfall. Ich weiß. Und das Universum hat sich das nicht ausgedacht. Es ist einfach passiert. Es ist scheiße. Ja, da hast du recht. Und ich habe niemandem geholfen. Weder Martha noch Nancy noch Pete oder Jane. Weißt du was, Greg? Ich habe es wirklich glauben wollen, aber der Typ sah ohne Haare nicht besonders gut aus. Ich weiß, durch mich ist alles gleich geblieben. Ist schon gut. Ich bin ja hier. Ich weiß. Du bist immer da.